Spannendes Thema hatten wir beim Wärmepumpetag 2022. Mein Kollege Jens Tengler hat Wärmepumpe aus Netzsicht berichtet. Es ging um die Anforderungen, die technischen, regulatorischen Anforderungen, die es betrifft, auch die Anforderungen an den Zählerplatz in Verbindung mit einer Wärmepumpe, wie jetzt die Netzbetreiber quasi sich in die Zukunft darauf vorbereiten und auch das Thema Energiewirtschaftsgesetz, § 14a, das sogenannte netzdienliche Verhalten. Da hat er uns einen Status quo gegeben. Ja, viel Spaß, bis gleich. Danke, besten Dank für die Einführung. Ja, ich darf Sie auch von meiner Seite aus ganz recht herzlichst begrüßen. Ich habe das Thema mitgebracht, die Wärmepumpe aus Sicht des Netzbetreibers. Ich möchte hier jetzt hier meine Agenda vorrangig auf das Thema eingehen. Ja, aktuelle Situation, Energiewende, Ausbaubedarf an Wärmepumpen in Deutschland. Gibt es ja die DENA-Studie und dann haben wir auch interne Studien, wie wir mit dem Thema umgehen. Wir tun uns natürlich auch hier auf die Zukunft vorbereiten. Dann möchte ich so auf die technischen Regelwerke eingehen, die wir haben, also unter anderem unsere technischen Anschlussbedingungen, hier natürlich in der Niederspannung. Dann die Anwendungsregel VDE ARN 4100. Ich denke hier die Elektroinstallateure, die kennen diese Anwendungsregel. Und dann haben wir noch hier die technischen Mindestanforderungen zum netzdienlichen Steuern. Wir bieten ja an für Kunden, die sich steuern lassen, also die die Wärmepumpe steuern lassen, über uns, über den Netzbetreiber, ein vermindertes Netznutzungsentgelt an und somit kann der Kunde beispielsweise bei seinem Stromlieferanten den Wärmestromtarif dann auch letztendlich bestellen. Ja, und dann Status quo, Energiewirtschaftsgesetz, § 14a, das ist quasi das rechtliche Handwerk für uns, dass wir überhaupt diese Wärmepumpen steuern dürfen. Hier gab es Anfang 2021 einen Referentenentwurf, der zurückgezogen worden ist, durch den Herrn Altmaier damals noch. Darauf möchte ich noch kurz eingehen und dann hier noch auch den Ausblick dann schildern, was auf uns dann zukommt. Gut, die Folie müsste bekannt sein, DENA-Studie. Unser Ziel ist ja die Reduktion bezüglich den CO2-Emissionen auf ca. 80% bis 2050. Das bedeutet für uns, also es gibt verschiedene Studien, in der Studie kam letztendlich heraus, dass wir ca. 6 Millionen Erzeugungsanlagen im Netz haben werden, dann bis zu 12 Millionen Wärmepumpen und bis zu 28 Millionen E-Fahrzeuge, dass wir dieses Ziel dann auch erreichen, also bis 2050. Das sind die aktuellen Zahlen im Netzgebiet der Netze BW. Also wir haben ca. 37.400 Ladestationen, dann ca. 180.000 PV-Anlagen, ca. 14.000 Speicher, die ans Netz angeschlossen werden. Und da sieht man da auch schon die vergangenen Monate, dass es hochgeht, das Thema Autarkie. Und natürlich die Anzahl der Wärmepumpen steigt auch. Also hier sind wir mittlerweile schon bei 77.000 Wärmepumpen. Und wenn man jetzt vergleicht, wir haben ca. 250.000 Elektrospeicherheizungen. Und da merkt man jetzt, dass hier die Anzahl natürlich bei den Wärmepumpen hochgeht. So, unser Ziel ist es natürlich, dass wir den Kunden anschließen können. Ja, also wenn er eine Wärmepumpe hat, dass man die ans Netz bekommt, genauso wie mit der Ladeeinrichtung. Hier, was wir hier frühzeitig machen, also Thema Identifizieren, wie man es hier oben sieht. Wir schauen nach, wo gibt es denn gegebenenfalls Probleme im Netz, wo müssen wir handeln, wo müssen wir ausbauen. Da ist eher so das Problem beim Thema Elektromobilität, dass wir hier nicht die Leistung gegebenenfalls zur Verfügung stellen können, um die, oder sagen wir so, unsere Netzplaner draußen, die wissen ja, die kennen ihr Netz, wo gibt es denn Probleme, an welchen Niederspannungssträngen und dann wird man da vorab dann vielleicht Messtechnik verbauen, Sensorik, damit wir Bescheid wissen, okay, hier wird es langsam kritisch, hier müssen wir, bevor der nächste Kunde kommt mit seiner Wärmepumpe oder seiner Ladeeinrichtung, müssen wir hier schon den Netzausbau anstoßen. Also das machen wir, dann bieten wir Überbrückungslösungen an, falls wir dann die Ladeeinrichtung oder die Wärmepumpe vielleicht mal nicht mal ans Netz bekommen könnte. Und so eine Überbrückungslösung wäre, dass wir sagen, der Kunde lässt sich steuern nach § 14a, kann definitiv angeschlossen werden und wir reduzieren ihn beispielsweise in den kritischen Zeiten, in den Abendstunden, dass er hier maximal vielleicht mit 50% dann lädt. Also da gibt es Überlegungen, da machen wir uns Gedanken dazu. Wir haben auch Netzstudien oder wir sind ja auch draußen unterwegs und haben da verschiedene genaue Labore, wo wir solche Sachen eben entsprechend halt prüfen. Dann natürlich das Thema Netzverstärkung. Hier sind wir dabei, natürlich hier unsere Planungsgrundsätze entsprechend anzupassen, also dass wir hier mit höheren Faktoren letztendlich berechnen in Neubaugebieten. Da haben wir das Thema Wärmepumpe natürlich schon hinterlegt, aber auch Ladeeinrichtungen und jetzt auch noch mit der Verpflichtung für die Erzeugungsanlagen
im Neubau, das ist dann natürlich dann auch mit einkalkuliert. Ja, Thema Innovation, Intelligenz, da arbeiten wir an dem Thema Einbau intelligente Messsysteme, zukünftig dann mit dem Smart Meter Gateway und dann der Steuerbox, dass wir dann mal unsere alte Technik herausbekommen, unseren Funkgrundsteuerempfänger und entsprechend hier die Steuerbox dann einbauen können. Ja, und Gremien, Öffentlichkeitsarbeit, so ein Tag wie heute, dass wir die Sachen, die wir auch arbeiten, dann auch entsprechend präsentieren und hier einfach mal aufzeigen, in welche Richtung es geht. Gut, bezüglich der Netzplanung und Netzverstärkung, vorausschauende Entwicklung und Verstärkung unseres Netzes, kontinuierliche Beobachtung und Bewertung dynamischer Rahmenbedingungen. Hier haben wir die Folie schon etwas älter, die vergangenen Jahre schon, und geplant ist bis 2025 entsprechend 500 Millionen Euro, haben wir zurückgelegt, dass wir die auch entsprechend in den Netzausbau investieren. Dann unsere Planungsgrundsätze, wie gesagt, wurden schon angepasst. Also im Neubau ist das überall mit einkalkuliert, dass wir hier die Wärmepumpe haben, Ladeeinrichtungen, wie gesagt. Und in Bestandsgebieten ist es halt so, dann müssen Sie das entsprechend anfragen. Also wenn Sie in einem Bestandsnetz sind, dann auch natürlich dann beim Thema Freileitung, fragen Sie da vorab bei unseren Kollegen im Anschlussservice an, welche Kapazität steht denn da noch zur Verfügung, wie viel können wir denn da noch, oder ist es ein Problem, wenn man die Wärmepumpe oder die Ladeeinrichtung da entsprechend noch einbaut. Ja, aktuell von der Netzplanung her ist es so, dass das Netz rechnerisch auf dem Worst-Case-Fall ausgelegt ist, also sprich Anzahl Wohneinheiten plus Summenleistung von den Verbrauchsmitteln mit einem Gleichzeitigkeitsfaktor hinterlegt. Das ist der Worst-Case-Berechnung. Und wir wollen ja zukünftig hier die Netzzustandsdaten dann erhalten von den Stationen. Und wenn wir das dann mal haben, dann ist auch eine intelligente Steuerung zukünftig auch möglich von den Wärmeanlagen oder auch von den Ladeeinrichtungen in Kombination dann natürlich auch mit den Erzeugungsanlagen, dass es nicht an den einzelnen Strängen zu einer Überlastung führt. Aber da müssen wir erstmal hinkommen. Und das ist auch nicht von heute auf morgen geschehen, dass wir hier entsprechend alle unsere Ortsnetzstationen entsprechend mit Messtechnik ausstatten. Ja, externe, interne Studien. Wir haben auch interne Masterarbeiten zu dem ganzen Thema. Dann hier einmal einfach mal ein Beispiel. Es gibt auch unterschiedliche Szenarien. Jetzt hier ein Szenario, was wir gewählt haben bei Elektrofahrzeugen bis 2050 mit 28 Millionen E-Fahrzeugen, aber Wärmepumpenanteil von 7,4 Millionen Wärmepumpen. Und letztendlich kam raus bei dieser Masterthesis, dass vorrangig wurden hier statische Berechnungen durchgeführt. Und es gab Grenzwertverletzungen beim Thema Überlast und Spannungsbandverletzung zwischen 42% bis 65%. Und die Ortsnetzstationen hatten eine Überlastung bei einer stationären Betrachtung bis circa 70%, also von 50 bis 70%, was ja recht viel ist. Das würde letztendlich bedeuten, wir müssten hier überall einen Netzausbau anstoßen. Und das ist kostenintensiv und dauert natürlich seine Zeit. Was aber auch gezeigt worden ist in dieser Studie, dass wenn wir hier eine zeitliche Betrachtung mit reinspielen lassen in die Berechnung, dass wir dann keine Überlastung haben der Ortsnetzstationen. Das bedeutet letztendlich dann wiederum für uns, dass wir mit Intelligenz, also Thema Smart Grid, in die Richtung geht es ja, hier viel machen können, ohne dass wir jetzt kostenintensiv hier über einen Netzausbau anstoßen müssen. Und das ist so unseres Erachtens, wo wir eigentlich auch hin müssen. Jetzt kommen wir zum Grundsätzlichen. Ja, Wärmepumpen sind nach den technischen Anschlussbedingungen in der Niederspannung natürlich anmeldepflichtig und zustimmungspflichtig. Also bitte vorab anmelden. Hier habe ich solche QR-Codes hinterlegt. Im Neubau können Sie auf den Online-Service draufgehen, Neuanschluss anmelden. In Bestandsanlagen gibt es das bei Netzanschluss ändern. Wenn Sie da eine Anschlusserweiterung haben, geben Sie halt dann hier entsprechend ein, dass Sie hier eine Wärmepumpe zubauen. Dann können Sie hier über den Online-Service das bei uns entsprechend anmelden. Es werden Datenerfassungsblätter noch, sind auf der Homepage natürlich auch mit hinterlegt, abgefragt, die dann bitte dann auch entsprechend hochzuladen sind, wo wir für uns, wo die Angaben hinterlegt werden müssen, beispielsweise die Leistungsangaben nach DIN EN 14511, wo beispielsweise gesagt wird, wie viel die Wärmepumpe verbraucht bei einer Luftaußentemperatur von 2 Grad und Warmwasserbereitung oder Warmwasservorlauf bis 35 Grad. Diesen Wert benötigen wir, genauso die maximale Leistungsaufnahme von der Wärmepumpe, aber auch die Ergänzungsheizung, wenn es einen Heizstab gibt, das bitte mit angeben. Das sind wichtige Werte für unsere Kollegen in der dezentralen Netzplanung, dass wir das dort bei uns im System auch hinterlegen können. Aktuell ist bei uns noch so, dass die ganzen Inbetriebssetzungen noch per PDF
bei uns eingereicht werden, also per E-Mail. Wir sind natürlich auch bestrebt, sage ich mal, von der ZBW-Seite aus, dass wir zukünftig alles über ein Online-Portal dann auch abwickeln möchten. Gut, das Thema wurde ja schon vorhin mal angesprochen. Hier die technischen Anforderungen, also THB Baden-Württemberg 2019 gilt ja hier, dann die technische Anschlussregel 4100 und die technischen Mindestanforderungen zur netzdienlichen Steuerung, auf die ich dann noch eingehe. Bezüglich der THB-Vorgaben, was ich einfach nur mitgeben möchte in der Planung, bitte beachten Sie, so ein Warmwasserbereiter ist doch relativ groß, wenn der dann auch im Bestandsgebäude, im Keller irgendwo installiert wird. Bitte nicht direkt vorm Zählerschrank installieren oder vorm Hausanschlusskasten. Bitte hier beachten, die 1,20 Meter nach hinten, den freizuhaltenden Arbeits- und Bedienbereich, dass es hier keinen Ärger gibt, sage ich mal, mit den Kollegen. Deswegen da bitte immer darauf achten, dass hier die entsprechenden Räumlichkeiten beachtet werden. Und wenn Sie das schon in der Planung irgendwie sehen, dann bitte auch den Architekten oder so entsprechend darauf aufmerksam machen, dass es da bitte einzuhalten ist. Ja, kommen wir zu der technischen Anschlussregel 4100. Die äußert sich jetzt gar nicht so arg bezüglich den Wärmepumpen oder zu den Wärmepumpen. Was es hier bei der Installation und was hier eingehalten werden muss, ist das Thema Schieflast. In Deutschland ist eine maximale Schieflast zulässig bis 4,6 kVA. Das sind einphasig 20 Ampere. Wenn Sie hier vielleicht Geräte haben, Wärmepumpen aus dem Ausland, wo eine höhere Schieflast hinterlegt ist, also einphasig mit 32 Ampere, die dürften in Deutschland da nicht betrieben werden. Also da bitte darauf achten, dass Sie die Schieflast entsprechend einhalten. Und bei der Installation, das ist dann in Abschnitt 7, Zählerplätze, in der 4100, gibt es auch eine ganz strikte Vorgabe, wie dieser Anschlussraum hier oben bestückt werden darf. Da bitte auch beachten, wenn Sie den nur einfädrig betreiben, diesen Zählerplatz, rein nur für die Wärmepumpe, dann können Sie auch oben dreiphasigen Automaten installieren, aber bis maximal 11 kVA. Wenn Sie den doppelt belegen, also wenn Sie da Haushalt drauf haben und auch noch die Wärmepumpe, dann dürfen Sie da oben keinen dreiphasigen Automaten installieren, sondern dann müssen Sie von der Hauptleitungsabzweigklemme rüber zur Verteilung und da entsprechend die Wärmepumpe anschließen. Also das sind eigentlich die wichtigsten Vorgaben aus der technischen Anschlussregel 4100 in Bezug auf Wärmepumpen. Das Thema Netzrückwirkung und so wird ja, denke ich mal, größtenteils auch von den Herstellern dann umgesetzt und eingehalten. Das ist für Sie, sage ich mal, in dem Sinne dann nicht relevant. Gut, Thema netzdienliche Steuern. Da haben wir vor einigen Jahren, haben wir ja schon die technischen Mindestanforderungen fürs Netzsicherheitsmanagement veröffentlicht gehabt. Wir haben uns gedacht, es wäre ein guter Weg, wenn wir das speziell für das netzdienliche Steuern auch ein eigenständiges Dokument veröffentlichen. Davor war ja alles in der THB geregelt. Letztendlich kommen wir hier dem Paragraphen nach, Energiewirtschaftsgesetz Paragraph 14a, steuerbare Verbrauchseinrichtungen in der Niederspannung. Und das gilt für Wärmeanlagen und für Ladeeinrichtungen. Ja, und wie gesagt, das ist freiwillig. Wenn der Kunde das umsetzt, kann man ihm dann, wenn er separat gemessen wird, umgesteuert wird, ein vermindertes Netznutzungsentgelt verrechnen, was, denke ich mal, um die 5 Cent ausmacht. Und er kann dann entsprechend auch einen Wärmestromtarif bei sich dann beantragen. Ja, genau, das Thema Kaskadierung haben wir auch vor ein paar Jahren eingeführt, wird mittlerweile auch umgesetzt. Und das sieht man auch immer mehr, dass dieses Messkonzept 40 nennt sich das, dass das auch immer mehr und mehr kommt. Ja, allgemeine Festlegungen, was wir hier halt weiterhin benötigen, ist einen separaten Zählerplatz für unseren Funkgrundsteuerempfänger, noch in Dreipunkttechnik. Ich denke, das werden wir auch jetzt noch beibehalten, bis wir dann letztendlich das intelligente Messsystem und die Steuerbox auch einführen. Bis dahin werden wir diesen FAE in Dreipunkttechnik einbauen. Da bitte natürlich die Zählerplätze entsprechend vorverdrahten. Dann noch die separate Messung für die Wärmepumpe, hier ist dann der Z1, ich zeige Ihnen gleich das Messkonzept, wo Sie dann letztendlich die Wärmepumpe anschließen können in der Kaskade. Also das ist die Kaskadenmessung. Zwischen Z1 und Z2 kann ich die Wärmepumpe anschließen und hier den Wärmestromtarif dann letztendlich dann auch darüber dann beziehen. Bezüglich der Spannungsversorgung vom Steuergerät, da bitte darauf beachten, Sie können nicht die gleiche Spannungsversorgung nehmen, was Sie auch für den Raum für Zusatzanwendungen, wo ja dann das Smart Meter Gateway mal installiert wird, oder auch für den Abschlusspunkt Zählerplatz, den APZ-Raum, das können Sie nicht nutzen. Hier bitte für Steuergeräte fällt eine separate Absicherung entsprechend vorsehen und die Schutzeinrichtung ist auch beschrieben in der Anwendungsregel 4100, welche Sie hier letztendlich einsetzen können, also eine LS-Automatik.
Automat oder alternativ natürlich noch eine Schraubsicherung, die ist da auch zulässig. Auf dieses Thema wird man des Öfteren angesprochen, macht natürlich Sinn, ne? Wenn ich jetzt hier schon eine Wärmepumpe habe, jetzt noch eine Ladestation bei mir installiere, dass ich doch das gleiche, die Ladestation auch auf den gleichen Stromkreis draufhänge, sage ich mal, dass ich hier auch die verminderten Netznutzungsentgelte erhalte. Wir haben unseren Funkkontrollempfänger entsprechend vorbereitet. Wir könnten auch die Ladeinfrastruktur dann auch entsprechend steuern. Derzeit ist es aber aus regulatorischen Gründen noch nicht zulässig. Also dürfen wir noch nicht umsetzen. Und zwar das Problem hierbei ist, dass es hier unterschiedliche Konzessionsabgaben gibt. Da sind wir im Austausch mit dem Umweltministerium und suchen hier eine Lösung. Und da müssen wir mal schauen. Also ich denke mal, wenn wir das da mal einführen können und es freigeben können, dann werden wir darüber auch rechtzeitig informieren über unser Installateursrundschreiben. So, Thema, jetzt gucke ich auf die Zeit. Gut, Thema netzdienliches und netzverträgliches Verhalten, also aus Sicht des Netzbetreibers, der Netze BW. Netzverträglich bedeutet lokale Optimierung hinterm Netzanschluss durch den Kunden und netzdienlich letztendlich durch die Steuerung durch den Verteilnetzbetreiber. Ich habe eingangs schon erwähnt gehabt, Anfang 2021 wurde der Referentenentwurf zum Energiewirtschaftsgesetz § 14a zurückgezogen. Es kam auch in der Presse, BMWi zieht Entwurf des steuerbaren Verbrauchseinrichtungengesetzes zurück. Da gab es dann Verwirrung in der Branche, war eigentlich letztendlich abgestimmt, aber der Herr Altmaier hat es dann zurückgezogen. Ich kann mich dann noch an eine Aussage von ihm erinnern. Er hatte irgendwie gesagt oder gemeint gehabt, dass er in Deutschland gewohnt ist, zu jeder Tages- und Nachtzeit entsprechend etwas in die Steckdose anzuschließen, um laden zu können. Und da in dem Gesetz stand drin, darauf gehe ich dann noch gleich ein, dass man bei den steuerbaren Verbrauchseinrichtungen entsprechend, also bei E-Mobilität oder bei Wärmepumpe entsprechend auch sperren könnte für maximal 2 Stunden am Tag. Und deswegen wurde das nicht freigegeben. Seitdem wurde dieses Gesetz auch nicht mehr angepackt. Und jetzt hat man dann natürlich abgewartet, bis die neue Bundesregierung kommt und hier das entsprechend dann auch antriggert. Das habe ich letztendlich vorgestellt gehabt, wie es gerade ist, also wo kommen wir her, FAE-Technik, und zukünftig möchten wir natürlich dahin kommen, dass wir das Ganze intelligent auch steuern. Und hier einfach mal ein Beispiel oder die Diskussionsgrundlage, wie es damals war bei dem 14a. Man hat gesagt, verpflichtende Teilnahme für flexible Verbraucher bis 3,7 kW und das gilt für Ladepunkte, für die Wärmepumpe, Nachtspeicherheizungen und Speicher mit Netzbezug. Also für die galt es dann verpflichtend ab 3,7 kW, was bisher freiwillig ist. Und dann Steuerungstiefe hat man sich darauf geeinigt gehabt, in den Referentenentwurf 2 Stunden auf null maximal am Tag beziehungsweise eine äquivalente Energiemenge über einen längeren Zeitraum, beispielsweise 50% auf 4 Stunden, dass man hier dann vorgibt, quasi du musst jetzt deinen Netzbezug entsprechend reduzieren. Und am Anfang auch noch das Thema statische Zeitfenster, Mindestleistung von 50% und Störungsmöglichkeit hat man dann auch gesagt. Die ersten 3 Jahre sind auch statische Fenster quasi nur möglich und danach darf man dann nur noch eingreifen, wenn entsprechend auch Probleme an dem Niederspannungsstrang auch vorhanden sind, also hinter der Ortsnetzstation. Und das Ziel ist natürlich dann auch dahingehend, dass man dann da gar nicht mehr damals steuert. Also das war im Referentenentwurf enthalten, wurde leider zurückgezogen. Hier nochmal ein Thema, was ich nochmal vorstellen möchte, weil ich denke, der NWG 14a wird definitiv überarbeitet. Und hier ein Thema, denke ich, was wichtig sein wird für die Zukunft, das Thema Einführung unbedingter und bedingter Leistung. Ich habe hier die unbedingte Leistung. Die Leistung steht dem Anschlussnutzer immer zur Verfügung. Es besteht kein Eingriffsrecht des Netzbetreibers. Also ist dann quasi die Wohneinheit. Ja, in meinem Einfamilienhaus, ich habe ja keine steuerbaren Verbrauchseinrichtungen. Das kann ich jetzt nicht steuern. Also ich will ihn ja auch dahingehend nicht steuern, dass er jetzt nicht kochen kann oder seinen Ofen anschließen kann. Das möchte man nicht. Dann das Thema bedingte Leistung. Diese Leistung steht dem Anschlussnutzer zum Großteil der Zeit zur Verfügung. Der Netzbetreiber kann zeitlich und in Höhe beschränkt Leistung reduzieren, beispielsweise bei der Wärmepumpe oder aber auch bei der Ladeeinrichtung. Ja, und dann haben wir den klassischen Verbraucher, beispielsweise Einfamilienhaus ohne steuerbare Verbrauchseinrichtung, zukünftig dann den teilflexiblen Verbraucher, ist ein Einfamilienhaus mit einer Wärmepumpe oder auch mit einer Ladestation. Oder den vollflexiblen, wo ich ein Einfamilienhaus habe mit der kompletten Ausstattung. Also sprich Wärmepumpe, PV-Anlage, Speicher, Ladeeinrichtung. Und hier hat man dann
Genau, der Anschlussnutzer besitzt entsprechend ein Management-System. Und hier gibt es keine Unterscheidung zwischen flexiblen und unflexiblen Verbrauchern, Einhaltung der vertraglich abgestimmten Leistung. Also wenn wir jetzt sagen, du hast eine unbedingte und bedingte Leistung, unbedingte von 5 kW und hier jetzt nochmal als Beispiel von 8 kW die bedingte Leistung, dann würden wir dich dahingehend nur einschränken und nicht mehr. Also das wird aktuell so diskutiert und da warten wir mal ab, was dann letztendlich auf uns zukommt. Das BMWK, Bundesministerium für Wirtschaft und Klima, hat jetzt der BNetzA damit beauftragt, also eine Festlegungskompetenz übergeben, dass die jetzt diesen Paragraphen 14a von dem Energiewirtschaftsgesetz entsprechend novellieren. Und da sind wir jetzt mal gespannt, was da auf uns zukommt. Ein Thema, denke ich, was soweit sicher ist, ist das Thema, dass wir über die Messsysteme, die wir ja verbauen, auch zukünftig steuern werden, in Kombination natürlich dann auch mit der Steuerbox. Das Thema aber Steuerbarkeit, ob jetzt 2 Stunden auf 0 oder 4 Stunden auf 50%, das ist noch alles offen. Also da, denke ich mal, sind wir mal gespannt drauf, was da die Bundesnetzagentur letztendlich festlegen wird. Und dann hoffe ich natürlich auch, dass das Thema, oder das wäre dann E-Passé, mit den Konzessionsabgaben, dann könnte man hinter einem Zähler letztendlich hier das komplette steuerbare Gebäude haben, also mit Haushalt, Wärmepumpe, Ladeeinrichtung, und man könnte hier komplett die verminderten Netznutzungsentgelte dann auch verrechnen. Also das vermuten wir mal, dass es in die Richtung kommt. Und wir als Netzbetreiber sehen natürlich auch hier eine Notwendigkeit dieser Regelung, wenn wir doch bedenken, was für einen Hochlauf wir bekommen von der Anzahl an Elektromobilität und Wärmepumpen. So einfach jetzt hier nochmal ein Bild, wie das zukünftig dann ausschaut. Wir haben den voll flexiblen Kunden. Wir bauen eine moderne Messeinrichtung ein mit Smart Meter Gateway. Und dieses Smart Meter Gateway ist mit dem Energiemanagement Controller letztendlich verbunden, wo wir als Netzbetreiber gegebenenfalls die Leitplanken dann halt vorgeben, wo es sich bewegen muss, was letztendlich auch vertraglich vereinbart worden ist. Also in die Richtung soll es gehen. Jetzt sind wir mal gespannt, was dann auf uns zukommt. Gut, ich denke, von der Zeit wäre ich so langsam durch. Ich denke, zusammenfassen brauche ich es nicht mehr. Also abwarten, was die Energiewende bringt. Ich denke, das Wesentliche ist von der Bundesnetzagentur, was da festgelegt wird bezüglich der Novellierung des Paragraphen 14a. Und dann warten wir das mal ab. So, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.